Ja, ich bin heute bei der Firma Plex Systems in München und bei mir ist der Herr Thomas Rosenstiel, Director Europe von Plex Systems. Hallo, Herr Rosenstiel. Plex Systems ist ein ERP-Anbieter, speziell für Produktionsunternehmen. Mhm. Können Sie kurz erklären, wie es zu der Spezialisierung kam und was die Anforderungen sind, die Sie mit Ihrer Lösung speziell für diese Unternehmen abdecken? Mhm. Ja, Fertigungsunternehmen haben spezielle Anforderungen. Ja, also es geht nicht nur um die klassischen ERP-Systeme, sondern es geht auch um Qualitätsmanagement, um Engineering, es geht um Produktionsprozesse. Und Plex Systems ist in einem Fertigungsunternehmen entstanden und bietet heute eben auch eine Lösung an, die all diese Bereiche mit in einer integrierten Lösung abbildet. Und das Ganze machen wir seit dem Jahr 2000 ausschließlich in der Cloud. Und das ist, wo wir tätig sind. Nun hört man immer wieder in der Branche ERP und Cloud, das geht überhaupt nicht. Jetzt, wie Sie schon sagen, Sie bieten Ihre Lösung ausschließlich aus der Wolke an. Geht es also doch? Es geht, es geht. Wie gesagt, wir machen es seit dem Jahr 2000 und es ist klar, wir machen seit 30 Jahren, also nicht wir als Plex, aber die Industrie, die Branche, seit 30 Jahren machen wir gewisse Erfahrungen, was geht, was nicht geht. Wir haben immer wieder gesehen, in verschiedenen Innovationen, dass Infrastruktur, dass Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, die da sind, eben auch bestimmen, was man alles tun kann. Und vor einigen Jahren war das, was Cloud heute leistet, eben schlichtweg nicht möglich. Heute haben wir viele neue Möglichkeiten. Das Internet war natürlich der Treiber dieser ganzen Entwicklung. Und wir sehen, dass wir über die Cloud im Prinzip alles tun können. Wir haben, wie gesagt, über 600 Kunden, davon einige im Milliarden-Dollar-Umsatzbereich, die weltweit ihre Niederlassungen mit unserem System betreiben. Und ich denke, das ist ganz klar ein Zeichen dafür, es geht. Sie sprechen einen weiteren Punkt an. Plex Systems ist weltweit unterwegs, auch für weltweite Kunden tätig. Jetzt hört man ein weiteres Vorurteil oder eine weitere Meinung häufig. Ja, Deutschland, speziell der deutsche Markt, sei ein besonders schwieriger Cloud-Computing-Markt. Wenn Sie sich mit Ihren Kollegen aus anderen Regionen treffen, sind Sie da manchmal ein bisschen neidisch? Tun die sich leichter? Es gibt Mentalitätsunterschiede. Unterschiedliche Nationen haben unterschiedliche Wertevorstellungen, unterschiedliche Dinge, auf die sie mehr Wert legen, wenn sie zum Beispiel eine Software auswählen. In Deutschland ist sicherlich ein Sicherheitsbedürfnis da und auch ein sehr gewachsener Markt, der seit sehr langer Zeit gewisse Erfahrungen mit gewissen Tools macht. Wir sehen trotzdem, dass die Cloud-Bewegung, die Anfragen in diese Richtung deutlich zunehmen. In den USA sind wir Jahre voraus natürlich. Dort ist auch die Offenheit gegenüber Innovationen, gegenüber neuen Technologien etwas höher. Aber in Deutschland ist dafür die Innovation, die in solche Themen hineingebracht wird, sehr, sehr interessant und treibt diese Bewegung auf eine andere Art und Weise voran. Wir sehen ganz klar, dass sich der Markt dazu öffnet und wir erwarten, dass wir dann in den nächsten 1 bis 2, 3 Jahren interessante Bewegungen auch sehen werden. Ja, und abschließend wie üblich der obligatorische Blick in die Kristallkugel, Sie sprachen schon an, die Zukunft wird zeigen. Wie sehen Sie jetzt so auf die nächsten 2 bis 5 Jahre, speziell die Entwicklung zum Thema Cloud in Deutschland und natürlich für ERP? Sie sagten ja schon, ERP-Markt in Deutschland eigentlich klassisch traditionell Lizenzgeschäft. Ja, also ich glaube, wenn ich den zweiten Teil kurz vorwegnehmen darf, also das klassische und traditionelle Lizenzgeschäft hat sich in gewisser Weise bei der Auslieferungsform, die bisher vorgeherrscht hat, natürlich bewährt. Ja. Wir haben zum Beispiel keine Benutzerlizenzen mehr. Warum? Weil wir gewisse technische Voraussetzungen haben und weil wir gewisse Ideen haben, warum es keinen Sinn macht, das zu tun. Also sprich, wenn ich prozessorientiert arbeiten will und wenn ich viel Aufwand damit betreibe, Prozesse zu optimieren, dann ist es eventuell nicht sinnvoll, wenn ich am Ende dieser Diskussion dann entscheiden muss, wer darf bei den Prozessen mitmachen und wer nicht. Wir haben eine monatliche Gebühr, das hat damit zu tun, weil wir eine Multitenant-Lösung sind, weil wir Cloud Computing sind. Das heißt, es ist nicht nur die technische Lösung, sondern es ist eben auch Businessmodelle, Philosophien, Ideen, die sich aus dieser neuen Technologie ergeben, die einer Kundengruppe, wir sind ausschließlich für Fertigungsunternehmen konzipiert und wir bedienen ausschließlich Fertigungsunternehmen, neue Vorteile bieten kann. Der Ausblick, den ich machen kann, ist ganz klar,
Cloud Computing wird sich am Markt durchsetzen. Das wird nicht so sein, dass Cloud Computing plötzlich alles übernimmt, aber in unseren Gesprächen merken wir durchaus, dass mittlerweile die Durchdringung der Vorteile von Cloud Computing, aber auch der Risiken, der Sicherheitsfragen so weit gediehen ist, dass viele, viele Menschen und Experten davon ausgehen, dass Cloud Computing die Zukunft sein wird. Wie schnell das alles gehen wird, hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Aber allein in den letzten 2 Jahren haben sich die Gespräche und die Bereitschaft für Cloud Computing so stark gewandelt, auch in Deutschland, nicht nur in den USA, dass wir sehr, sehr hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Ja, dann weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Krohmann.